Mit dem Projekt C'est la vie möchte ich den Betrachter berühren. Ich möchte ihn auffordern, besser hinzuschauen, hinzuhören und vielleicht auch in seiner Region oder in seiner Umgebung mal nach Schicksal zu suchen. Das Projekt hat mir schaurig viel gegeben, weil es hat auch mich bereichert. Auch ich habe gemerkt, dass ich manchmal werte, aber sobald man werte, kommt man nicht mehr an die Leute an und darum sollte man probieren, ohne Vorurteile zu sein. Mit meinen Bildern will ich eigentlich immer Geschichten erzählen. Früher habe ich Serien gemacht von 3 bis 5 Bildern. Und jetzt bei diesem Projekt habe ich im Prinzip die 3 Bilder zusammengenommen. Also den Hintergrund, wo seine Geschichte erzählt, von den 2 Leben, die sich wieder finden. Und die Person, die Geschichte erzählt, mit dem Gesichtsausdruck und der Schrifttafel. Ich habe auch ganz bewusst keinen Rahmen genommen, weil ich möchte die Personen nicht wieder eingrenzen. Ich habe kein Glas genommen, damit vom Betrachter zum Bild nicht wieder eine Barriere ist. Und ich habe das Ganze auf Fahnenstoff drucken lassen, damit sich die 2 Leben, also der Betrachter und das Bild, gut anpassen können, damit keine Ecken und Kanten mehr sind.